Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, einmal fix jetzt eine Kleinquest noch abgeben. Mit Folgenstart und danach dann halt auch die Verteidigung wahrnehmen. Wir sind heute echt unter Zeitdruck. Ohne Gleichen. Wir müssen halt auch ein bisschen Gas geben. Damit wir auch alles schön schnell schaffen. So, schnell. Danke, dass du mir nochmal ein Kreuz gibst. Habe ich verdient, ne? So nach dem Motto. So. Schnell gucken. Kein Blei da. Haben wir erst geholt. Ich habe sehr wenig gelootet. Verständlich. So. Dann können wir wenigstens die Alukanister mitnehmen. Alles sauber. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Oh, oh, oh. So, holen wir uns jetzt erstmal den Gutshof. Holen wir uns erstmal den Gutshof jetzt wieder. Oder gehen jetzt erstmal ins Event rein. Ich habe jetzt noch nicht mal richtig gesehen, was da jetzt los ist und was nicht. Abwarten und Tee trinken oder Remedemi rauf da. Eins von beiden. Wird's mit Sicherheit sein. So, dann wollen wir mal schauen hier. Jetzt bin ich gar nicht im Event beigetreten, aber jetzt. Jetzt sind Robis. Und da ich sehe, wo du hinfliegst, habe ich wieder einen starken Verdacht. Das heißt, der muss weg. Tut mir leid. Mal was, ein Injektor und Injektor-Munition. Hier liegen so viele Impro-Pistolen rum. Da hättest du dir doch eher eine holen können. Oder macht er halt heimlich hier was mit dem Bäfliegen? Hm, man weiß es nicht. So, ihr seid ja auch ziemlich weit auseinander hier. Aber es geht noch. So, next. Welle. Na, wo seid ihr? Das Blöde bei Protektrons, die brauchen immer 10 Jahre. Ach da. Bis sie irgendwo ankommen. Von ihrem Gebiet aus. Und starten halt immer anfänglich des Gebietes, des Baubereiches. Ah. Der letzte ist noch wieder nicht gespawnt. Also, ne? Nächste Welle. Und jetzt mal ein bisschen zügiger hier. Sonst pumpe ich mir hier noch mit Stimpaks voll. Auch die verdünnten gehen. Immer schön in die Brust. Ach, da oben. Halt, Augenbots. Stehen geblieben. Tesla-Polizei. So. Und gut, dass ich hier hinten den Siedler weggemacht habe. Sonst wären die hier hinten wieder nicht gespawnt. Okay, da oben. Ein langsamer, kleiner Protektron-Duo. Bleiben Sie stehen. Ah, okay. Wird einem sogar jetzt angezeigt. Sehr schön. Bleiben Sie doch mal stehen. Ich bin sogar stehen geblieben, mein Freund. Was kann ich denn dafür, wenn du mich hier nicht richtig hauen kannst, ne? So, nächstes Event abgeschlossen. Auf zum nächsten Event. Meine Güte, wir werden, die rennen hier von einem Event zum nächsten. Und wir sind wirklich noch nicht sehr weit gekommen. So, Gas geben. Verbrannt haben wir hier. Na gut, die kriegen wir auch weggetesselt. Auch wenn sie der Anschein sagt, nö. So, hören und sehen. Ja, das wird hier gleich vergehen.
Ich halte dir meinen Tesla in die Nase. Zieh mal den Abzug. Brutzelt die Nasenhaare. Seid ihr denn? Ich höre euch doch. Ha? Ach, hier draußen bist du. Na, okay. Eins von vier. Der andere ist hier oben noch. Bist du hier oben? Ach, da oben bist du. Ja, Mai. So, das könnten wir eigentlich mal Aktivierung umschalten. Und der andere kommt gerade von der Brücke. Na? Was? Nicht was, wer? Oh, sehr schön. Ich habe gesehen, wo sie gespawnt sind. Sehr gut. Tut mir leid, Kollateralschäden sind heute inbegriffen. Ich habe heute keine Zeit auf Rücksichtnahme. Okay, da ist der nächste gespawnt. Richtiger Spawn-Camper hier. Da ist keiner gespawnt. Haben wir da hinten noch einen? Auch nicht. Könnten sie noch unten an der Straße sein oder hinten im Feld oder... schwierig. Lass mal einfinden. Schnell, 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 schnell. Wir müssen mindestens einfinden. Ja, okay. Ja. Schön Spawn-Campen machen. Ne? Eigentlich müssten sie jetzt hier irgendwo rumeiern. Da haben wir den nächsten. Und hier oben kommt irgendwo einer an. Da hinten. So. Letzte Welle. Komm schon. Das muss flinker gehen. Das war der Baum und der Schatten, den mich jetzt irritiert hat hier. Gut, ihr kommt wieder alle von der Straße. Dann begrüßen wir euch auch wie von der Straße. Na, sieht bis jetzt ganz gut aus. Gut, denn wir haben eigentlich Teil der Country nichts, aber komm, machen wir mal. Einmal kurz hin, übernehmen. Und die müssten jetzt, glaube ich, sogar schon die letzten zwei Werkstätten sein, die wir jetzt übernehmen müssen. Dann haben wir das mit den Werkstätten schon mal durch. Einfach alle querbeet geeiert hier. So. Dich wegnehmen. Und Ghoul, du brauchst dich da hinten gar nicht erst wieder wegteleportieren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich jage hier mit dem Tesla durch die Gegend. Da hilft das Laufen nicht viel, denn ich laufe hinterher. So. Das ist auch so eine kleine New-Skill-Waffe, ne? Man muss ja nirgendwo hinschießen können. Und man kann halt auch um Ecken schießen. Um die sieben Verwandten. So. Nächstes einnehmen. Ne, passt. Gut. Müssen wir kurz warten. Erstmal Muskeln entspannen hier. Die ganze Zeit so angespannt hier. So, vorletzte. Das heißt, ich nehme mir jetzt noch... Komm, wir haben eh den Hemlock Holz Koch, dann nehmen wir auch Hemlock Holz dazu, oder? Das ist doch... ihr hupst wie gesprungen. Es ist sowieso die letzte Werkstatt. Und ich habe sowieso schon Hunger. Der Magen knurrt schon. Mein Stärkebonus ist flöten, mein TP-Bonus ist flöten. Hoffentlich haben sie... Na, ob das jetzt ein schlechtes Omen wird, wenn ich das jetzt schon anquatsch?
Wegen Hirsche und so. Ne? Gullis. Wunderbar, haben wir das auch. So, dann wechseln wir einmal die Knarre und ärgern das Monster von Grafton hier vorne. Du warst ja auch ein großes Kreatürchen, ne? Dann bräuchten wir noch sowas wie Todeskralle oder so. Mal gucken. Jawohl, die letzte Werkstatt haben wir jetzt auch durch. Das passt doch. So, dann hole ich mir auch natürlich hier einmal das Monster. Und wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, dann gönne ich mir hinten die Säure, die laufende auch nochmal. Ja. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht mehr auf den Kopf zielen, aber war halt nur eine Fähigkeit meinerseits. Na. So, und du brauchst mir nicht immer helfen. Das gehört mir. Vergiss es, das ist meins. Hab ich erlegt, also gehört's auch mir. So, oh, wir haben es oben bei Crater. Schlechtes Omen, schlechtes Omen. Crater ist immer schlecht. Also ganz selten, dass da keine Yaogais sofort da sind. Man muss von Crater aus immer so weit dahin laufen. Ja, da rennt schon der... Ja, ich sehe schon die Yaogais, wie sie da hinten rumrennen. Lässt du das bleiben, mein Freund? Die zwei gehören mir. Das ist immer so ärgerlich mit den Yaogais. Also, nichts gegen Yaogais, aber wenn sie dir deine Hirsche klauen, dann habe ich schon was dagegen. So, ich brauche jetzt noch zweimal Fleisch von Hirsch. Okay, ein Hirsch hat sich schnell genug verpieselt. Und noch einmal Hirschfleisch. Und sonst sehe ich hier keinen weiter. Hirschmäßig. Oh nein, ihr, jetzt schießt ihr auch noch auf meinen Hirsch hier. Ja, ich bringe erst meinen Hirsch um. So, und du jetzt auch nochmal, du Gefängniswärter hier. So, Hirschfleisch haben wir. Das heißt, wir könnten jetzt X nicht umbenennen. Nach Hause, dann die eine Verteidigung machen, dann die andere und oi. Hemlock Holz möchte auch verteidigt werden. Ja, das kriegen wir alle noch hin. Wir eilen. So, Wasser kann ich mal kurz so absammeln, dann haben wir auch diese Punkte drin. Wenn schon, denn schon. So, Turbodünger. Ja, ich möchte ein Skillpaket öffnen, komm. Ich hab doch keine Zeit. Waren halt schon wieder 5 Level übrig. Gut, Feuerwerkschaft ist hochgegangen, nachdem dort illegal Raketen getestet wurden. Okay, ja. Habe ich jetzt keine Zeit drüber zu lachen sogar. Ich wollte jetzt... Grünen Daumen. So, Gas. Ah, dann nehme ich hier auch nochmal... Mut damit für ein bisschen extra Dünger. Ölfleck. So was Schönes. Können wir uns ja in der Tasche halten. Noch nie gesehen. Jetzt schnell wieder umwechseln. Zack. Dann gehen wir erst zum Koch. Geben alles ab. Und danach können wir uns auch dann um die Verteidigung kümmern. Und dann können wir auch endlich mal an die Questen gehen. Schlimm. So, hier. Bitteschön. Jäger in seinem Element, wie er wehrlose Rathirsche aufspürt und erlegt, damit unsere Gäste sie verspeisen können. Ach, wunderbar. Die
Diese Rathirsch-Steaks sehen wirklich gut aus. Ich liebe das Geräusch von rohem Tierfleisch aus meiner heißen Flammenbrust. Hauptsache, die Angler wollen jetzt hier nochmal stressen. So. Jetzt lässt er natürlich nicht mit sie reden. Okay. Es ist wirklich zu schade, dass ich keine Die Steaks gelingen sehr gut. Gut, das ist fertig. So, besiege Supermutanten. Aber ich habe die Beilagen vollkommen vergessen. Und hier jetzt noch sie die restlichen Angler. Einige Tatums für den Tatumsalat besorgen. Oh, und falls Sie Mais oder Möhren finden, könnte ich die auch. Hintenflitzer letzte? Oder vorletzte? Ich habe keine Ahnung. Okay. So, irgendwo muss noch einer sein. Ach, da hinten. Na, dann komm mal her, mein Kleiner. Auch du kriegst noch mal ein paar Tesla-Schüsse. Haben wir die nächste fertig. So, besiege Supermutanten. Holen wir uns das auch wieder. Dann haben wir es fast geschafft. Da fehlt uns nur noch ein einziges Event und da können wir ja jedes nehmen, was irgendwie da ist. War das mit den Werkstätten auch nicht so schlimm. Hat ja gleich zwei auf einmal hier beiseite gelegt. Na, Weg der Erleuchtung werde ich jetzt nicht nehmen. Geräusch, ja. Hier, ich bin das Geräusch. Okay. Nächste, da hinten. Ja, nichts gewesen. Na komm. Hinter Gummi verstecken, wenn ich mit dem Tesla schieße hier. Aber da muss noch einer sein, den ich jetzt nicht umgelegt habe. Da. So, wo ist der letzte? Auf der... Ne, doch. Der müsste da hinten irgendwo sein. Kann mich ja momentan auf mein Hut noch nicht verlassen. Zu viele Quests. Ah, ich höre dich. Das ist ein Hündchen. So, Hündi. Hundi, Hund. Wunderbar. Und jetzt bin ich auch überladen. Das ist nicht so wunderbar. Gut, dann gucken wir mal. Also machen wir einmal Stash auf, machen wir ein Lager auf und was zum Verwerten. Ich will unbedingt wieder Blaupausen haben, damit ich wenigstens das wieder in Blaupausen machen kann. Okay, haben wir schon wieder so viele Stimpaks und so Käse gekriegt? Schon wieder bei 321. Muss ich mal schauen. So, jetzt brauchen wir noch ein Event. Jetzt können wir mal kurz gucken. Haben wir irgendwas, was schnell geht? Jaguar-Horde oder Fliegenklatsche? Perfekt. Fliegenklatsche ist sogar vor 10 Minuten. Hauen wir als erstes rein. Dann nehmen wir die Jaguar-Horde. Dann haben wir noch einen legendären Gegner und fertig. Nice. An alle Feuerteufel. Hier ist Larkin mit einem Prioritätsalarm für euch. Wir haben einen weiteren dieser Untersuchungsvertibots draußen beim Airship entdeckt. Diese Dinger sind perfekt zum Verwerten. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. Seid vorsichtig, da der Lärm oft ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Passt auf euch auf. Viel Glück. So. Und versucht am Leben zu bleiben. Das haben wir fertig. Können wir uns mal kurz hinhocken. Dann haben wir noch Cranberry Bock, die Jaugwei-Horde. Die nehmen wir uns doch jetzt auch nochmal schnell an. Ach, die ist doch bei meiner Werkstatt. Ah. So, einfach schön reinsplättern, trifft die richtigen Jaugweis. Und sobald ich nachladen muss, kriege ich einen Schiss hier. Autsch, voll gegen den Schädel, Mensch. Sehe ich doch nah nichts. So. Du kriegst nochmal ein paar Blitze ab hier.
Nee, ich lass mich doch nicht von deiner Patsche-Faust hier patschen. Du kannst dich selbst patschen, ja. So, dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir das mit. Da haben wir noch einen Haufen. Da haben wir ebenfalls einen Haufen. Du wolltest nicht mitspielen. Na, kann ich verstehen. Da ist es immer so ein bisschen doof. Hier nochmal einen Patschhaufen. Hier haben wir nochmal Säure. Das hat doch gut was eingefahren. Gut. Dann könnten wir jetzt hier. Begib dich in Sendereichweite. Ja, dann machen wir das nochmal. Jetzt können wir uns ja den Questen so ein bisschen widmen. Haben wir jetzt endlich ein bisschen. Drei wollte ich gerade meinen. Das göttliche Licht. So. Wer hat jetzt hier was? Ah, da ist er. So, sorry, aber das brauche ich. Nicht du. Und was ist hier los? Noch ein rasender Yaogwai. Aber Hauptsache, er gibt mir noch eine Stelle mit. So, dann haben wir das auch soweit. Oh, Armee auf Abwiegen. Und das gibt ja auch wieder einen legendären. Ja gut, das kriegen wir jetzt noch hin. Wir brauchen ja noch ein, zwei Dinger. Patriotischen Bürger, hier spricht Sergeant Gotzi, ABA-1. So, muss jetzt aber mal schauen, dass ich wenigstens auf Essen komme. Einsatzkräfte und leistungsfähige Einzelpersonen sollten sich umgehend zur Robco-Forschungseinrichtung begeben. Ich hab nichts, ABA-1, Ende. Was ich jetzt wirklich reinpfeifen kann. Noch nichts durchgekocht. Hatte ja auch noch keine Zeit dazu. So, dann wollen wir hier mal. Erstmal hier die hier freiräumen. Ja, ja, Kampfbereitschaft einstellen. So, Knöpfchen drück. Um wichtige Prototypen robotischer Waffen zu sichern, als wir von Demonstranten in den Hintern getreten werden. Und dann einmal lose Licht hier. Habe ich doch schon. Gut, der Wachrobot ist sogar noch legendär. Kein Wunder, dass er dann Damage drückt. Da brauche ich mich nicht wundern, dass der so ein Damage drückt. So, hier haben wir noch einen. Next. Ich hole ja wirklich nur eine Hopstole hier. Einfach blitzmäßig durch. Wunderbar, die nächsten zwei. Ah, hier haben wir noch einen. Hoffe ja darauf, dass hier noch ein, zwei Legendäre noch kommen. Na, mindestens einer noch. Jawoll, wunderbar. Na, eben mit dieses Krüppeln hier. So. Ja, du kriegst ja gleich. Mein Sniper-Bulli, du. Berserker-Speer. Körperteilschaden. So, dich grillen wir auch nochmal weg. Jetzt kommt die vorletzte Welle. Da ist auch nochmal einer. Wunderbar. Ihr drückt euren Körperteilschaden einfach so raus mit der Gruppe, wa? Ja, jetzt bist du nicht mehr so mutig, wa? So, Kammerjägers Kampfrüstung. Und er hier hinten wollte schon wieder sich durchschleichen. Das war ja klar. So, jetzt kommt der letzte legendäre. Der mir sogar noch Rüstungsteil zerschossen hat. Wunderbar. Lass mich raten, wieder nur ein Bein, ja. Bein wurde zerstört.
Die schießen halt nur auf Körperteile. Schlimm mit denen. Aber Armee auf Abbiegen. Fertig. Und wir haben ganz viel Schrott nochmal nebenbei gekriegt. Gut. Dann würde ich sagen, war's das jetzt erstmal für diese Folge. Ich werde jetzt erstmal in den Bunker gehen, meine Rüstung reparieren und Co. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.